Willkommen hier zum Abstiegsduell Hannover 96 gegen die Nürnberger und unsere Software sagt, Mucke wird sich freuen, 3:0 für mich. Tada! Ernsthaft jetzt? Ja, eure Tipps bitte ab in die Kommentarbox. Los geht's. So, ich glaube, Ansgar ist an der Pfeife. Ja. Ja. Das reale Spiel ging ja 2:0 Hannover aus. Ja, die Software sagt 3:0, mal gucken. Eure Tipps, ne? Schreibt das mal bitte ab in die Kommentarbox. Schreibt mir auch da bitte, wie ihr mir zutraut, ob ich ein Tor schieße. Es ist Nürnberg. Ja, also sie trauen es dir nicht zu. Ich glaube, das wäre abseits, ja. Ja, nicht umsonst heben 5 Leute die Arme. Aha, den Ball habe ich noch. Nee. Ah! Schade. Das war kein Abseits, mach die Hände runter. Uiui, da war aber fast das Türchen für Mucke. Sehr gefährlich. Wie der erstmal stehen bleibt und geschockt hat, da war Popo. Ah, schade. Schade, die Margarita, schade. Die Margarita, die esse ich gerne. Die hat alles jetzt geklärt. Mhm. Ja, du bist ja so der Pizza Hawaii-Esser. Ja, das stimmt. Letzte Woche war ich mit Vanessa essen. Natürlich, Pizza Hawaii. Und dann, ich glaube, es war am Donnerstag. Und dann am Wochenende hatten wir so viel zu tun und hatten überlegt, okay, komm, lass uns auch irgendwas Schnelles machen. Wie wär's mit Pizza? Also, ich muss dazu sagen, als wir essen waren, nur ich hatte eine Pizza gegessen, Vanessa nicht. Und Vanessa fragt mich dann, ah nee, warte mal, du hattest doch vor 1-2 Tagen schon Pizza Hawaii, hast du Bock drauf? Ich so, oh, Pizza Hawaii geht immer. Her damit, habe ich doch kein Problem. Oh, jetzt. Jetzt haben wir hier natürlich eine geile Chance. Das ist super geil. Ja, deswegen musst du ja neu aufbauen, ne? Ja. Halt die Klappe. Ja, aber genauso wie eigentlich immer eine Pommes-Currywurst geht, ne? Ja, und das fiel mir dann auch ein. Warte mal, Pizza Hawaii geht bei mir immer, aber auch Currywurst. Aber wann habe ich denn das letzte Mal eine Currywurst gegessen? In diesem Jahr noch nicht. Nee, das war irgendwann, hast du mir sogar ein Foto geschickt. Ich meine, das war irgendwann im Oktober letztes Jahr, da hast du mal eine gegessen. Ja. Alter, das ist glatt rot. Also früher habe ich mehrmals in der Woche eine Currywurst gegessen. Ja. Das war eigentlich mein typisches Mittagessen, wenn ich unterwegs war. Ja, da warst du aber auch noch jung, ne? Ja, das stimmt. Heute ist es ein Caesar Salad. Ja, das ist, also wirklich, jetzt muss ich mal überlegen. 4, 5 Jahre ist es her. Da habe ich wirklich mehrmals in der Woche Currywurst gegessen. Da war ich unter der Woche immer auch sehr, sehr viel unterwegs in der Stadt. Und da hat sich das eben angeboten. Ja, klar. Und eine Currywurst geht wirklich immer. Ja. Am besten noch verdammt scharf. Ja. Was hab ich denn jetzt? Ach, ich stand im Abseits. Ich hätte noch eine gelbe dafür gegeben, muss ich sagen. Ja. Warum habe ich eigentlich eine gelbe? War ich vorhin brutal? Ich hab's wieder vergessen. Das macht das Alter. Ja, deswegen sage ich ja. Wert 29a. Weil ich, ja. Also, ja, ich bin ja eigentlich letztes Jahr 30 geworden, aber um das Alter nicht so herauszukitzeln, das kannst du halt, das ist ein super Trick, was halt für die Behörden scheiße. Ich bin nämlich seit neuestem 29a. Mhm. Ja, Martina, jetzt muss aber da ran. Ja, und wenn ich dann im November wieder Geburtstag habe, werde ich 29b. Ja, und ich werde erst 30, wenn das Alphabet durch ist. Ja, also ich finde das System von Mucke richtig gut. Ich werde das auch nutzen. Und wobei das Problem ist, ich merke mir ja mein Alter jetzt schon nicht mehr. Ich muss ja jetzt schon immer Vanessa fragen, wie alt ich bin. Und dann noch Buchstaben dazu, das wird ja immer komplizierter. Ja, das, wie du das machen willst, ich glaube, du brauchst Gehirnjogging. Es gibt da bestimmt so eine Gehirnjogging-App. Ja, genau. Das muss ich eben machen. Boah, schöner Pass. Den Schwung vom Schubser ausgenutzt. Ja, nicht so. Oh, Korb, ey. Ach nee, Korb ist ja deiner. Ach, schade.
Aber den können wir doch locker abfangen. Genau, genau. Oh, komm, Pereira, renn dir die Beine weg! Renn sie dir weg! Los jetzt! Ja, er hat immerhin gehört. Das stimmt, also der Sprint war super. Boah, der Passer Kocke. Kocke. Ja, ich sehe das auch so. Ja, der war richtig Kocke. Der war besser. Ja, oh, gut, der Abschluss. Du kamst mit dem Fuß dazwischen, Honk. Tom, ich wollte Tom sagen. Ah, oh, ich bring dich um. Alter, das ist schlimmer als jeder Ego-Shooter. Ja, das stimmt. Jetzt wobei, so viele Verletzte haben wir gar nicht mehr. Da waren wir schon mal schlimmer. Nee, wir sind eigentlich mittlerweile in den Drohungen schlimmer als bei den Toten. Ja. Und nach wie vor, ich hatte ja vor ein paar Wochen... Oh, aufpassen. Eieieiei. Oh, behindert euch die... Ach, ihr Schweine. Ich hatte vor ein paar Wochen hier mal nachgeschaut. Also die schlimmste Saison, was Karten und Verletzten anbelangt, das ist tatsächlich die erste gewesen in unserer Online-Bundesliga mit FIFA 17. Ja. Da sind ja an einem Spieltag, glaube ich, 9 Spieler mal geflogen. Oder sogar mehr. Ihr könnt mal nachschauen. Ultimate-Kicker und dann auf die Rekorde. Oh, was ist das hier für ein Gedränge? So, Ecke. Jetzt leck mich, Ecke. Pass auf. Weg damit. Ah. Haben wir. Nein. Doch. Haben wir. Füllkrug. Oh, was ein Scheiß. Oh. Ja, Bibu, guck mal, der fliegt doch heute noch. Schade. War doch kein Abschluss. Nee, ich wollte gerade sagen, da fehlte der Wumms hinter. Eins zu 0 steht's hier nur. Ja, aber, ach Mann. Und dabei bleibt's auch. So, zweiter Durchgang. Oh, das hat er gerochen. Ich hab das auch gerochen. Ah, der sollte gerade runter. Der Pass sollte gerade runter. Alter, brauchst du doch nicht pfeifen. Wer war eine Pfeife? Ansgar. Ja. Du gehörst du da abgestiegen in die zweite Liga? Nein! Was war das für ein. Ja, gut. Gut. Nee, gut. Ach so, Pereira. Oh, der gefällt mir heute. Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Schwegler. Boah, dass man bei FIFA 19 noch blödeln kann. Ja, boah. Schade. Aber das... Oh, ich habe einen Verletzten. Nein. So, raus mit dem. Oh, Fossum. Tja. Jetzt ist es doch passiert. Ja. Aber das Blödeln. Also alle, die schon länger dabei sind, das wisst ihr noch, oder? Das Rumblödeln. Oh, ja, Junge! Ja, das ist natürlich nicht gut. Das ist typisch nur... Ach, komm! Ich hab das zwar so schön gespielt, ey! Ja, dann muss man sagen. Ey! Ja, oh. Richtig! Ach, komm, der war im Weg. Da hätte ich aber auch gepfiffen, ey. Junge. Ja, sehr gut. Da hat er keinen Platz. Da hat er gar keinen Platz. Kein Platz hier. Boah, wie lang braucht er denn da zum Spielen? Ah, warum rennt denn der nicht los? Das war eine sehr gute Möglichkeit, aber er ist echt scheiße losgerannt.
muss man so sagen. Ja, echt. Ich gebe hier alles. Ich gebe hier wirklich alles. Ich schwitze. Mein Deo ist am Arsch. Ich habe im Tor einer, der hat nur eine 73. Ach Gott, was macht denn der da? Schwach. Martinia, der hatte mal mehr als, 8, als 73. Ja. Junge, oh Leute, kennt ihr das Wort Rennen nicht? Mhm. Ihr faulen Nürnberger. Oh. Schön gemacht. Ja, hast du das Ding? Immer Zweikampf. Aha. Aber fair. So wie ich bin. Ich bin jetzt nicht unfair, ne? Ich hab zwar einen von dir. Ja gut, ich hab einen von dir umgebracht. Ja. Aber es musste doch mal wieder ein Skandal hier passieren. So, weiter. Wie er trotzdem den Zweikampf gewinnt. Ich fass es nicht. Nein! Ah, scheiße. Ich habe zu spät gesehen, dass die Mitte besser gewesen wäre. Oh, oh. Na gut. Ja, gelb. Aber das sehe ich nicht so. Na, natürlich nicht. Schön. Oh, der muss natürlich aufs Tor gebracht werden. Ja, wie ich gedacht habe, Martinia kriegt den Ball, weil er nach vorne geht. Ball kommt immer näher. Was macht Martinia? Geht einen Schritt zurück. Ja, richtig. Ja, natürlich. Ja. Kannst du aber aufhören, meine Spieler zu doppeln? Nein. Ja, richtig. Also rot, komm. Schick ihn vom Platz. Ist das hier brutal? Ist das hier brutal? Mann, Mann, Mann. Das gibt es nicht. Abseits! Ja, Wundmann am Abseits. Also, den Titel hast definitiv du. Ja. Mann, danke, Mann, Fummler. Mann. Danke, Fummler. Wood war's, ne? Ja. Oh, das war aber knapp, ey. Ja, wirklich knapp. Also, das Tor hätte ich einfach. Ja, ich hätte es gezählt. Ja, aus Mitleid, ne? Ja, weil ich hier mal niedergekrätscht werde. Ja, ich müsste eigentlich mit haben. Wir sind viel zu viele Füßchen. Füßchen. Oh, ist das hier heftig. Okay, das war's jetzt. Das zählt. Ja, oh, nö. Nö. Die zwei da vorne, die täuscht. Ach so. Das ist eine Einbildung. Das ist der Vater Morgana. Hast du ihn vom Aladdin gesehen? Ja. Alter, nee. Oh, was ist denn da runtergefallen? Oh Gott. Alter! Was wolltest du da machen? Gar nichts. Ich drück die ganze Zeit weg mit dem Ding. Klang gerade aber so, als wenn irgendwas zerschellt wäre. Ach, das täuscht. Ist okay. Alter, geh weg da! Lass mich doch einfach mal schießen. Nee. Oh, das ist scheiße. Schöne Grätsche. Ja, ich verliere zwar andauernd, aber ich verteidige aus meiner Hand. Oh, noch ein Verletzter. Also jetzt ist... Mann, Mann, Mann. Mal irgendwann muss. Boah, gut gehalten. Sehr gut gehalten. Das hätte die Software doch recht gehabt, die Sau. Das war's. 2 zu 0. Dabei bleibt's 2 Tote bei mir.